So Leute, da bin ich wieder zurück. Ihr wisst ja, neuesten Infos und es gibt eine erfreuliche Info. Dazu gehen wir aber als allererstes kurz in den Spind. Nämlich, es geht um Folgendes. Wir haben ja die ganze Zeit durch das neue Crew-Paket quasi immer wieder irgendwelche Leaks bekommen. Zum Beispiel, was das hier betrifft. Das ist die alte Welt links, rechts ist die neue. Es deutet ja immer mehr darauf hin, dass wir eine Zukunftswelt kriegen. Dann haben wir des Weiteren noch, zack, da war ich zu schnell. Einmal das bekommen, dass die Kuschelbeauftragte quasi sich einen Roboter baut. Und dann haben wir noch ein Leak bekommen, nämlich dass irgendwas auf der Welt komplett passiert. Lol. Das sieht dann so aus. Achtet auf den Skin. Und dann haben wir als allerletztes ja Folgendes bekommen, nämlich genau das hier. Wo wir alle schon dachten, oh, da passiert was, da wird auch was passieren, aber achtet wieder auf den Skin und den Hintergrund. Ich glaube, wir dürfen uns auch an diesen gewöhnen, nämlich dass die neue Season so in etwa aussehen wird. So, jetzt gehen wir ganz kurz, ihr habt es schon am Thumbnail gesehen, sonst wärt ihr ja nicht hier. So, wir gucken uns nämlich jetzt das hier an. Das ist jetzt das offizielle Video von Fortnite selber. Jetzt muss ich nur gerade mal den Ton hier ausmachen von Fortnite. Zack, zack, zack. Machen wir das Soundeffekt auch direkt weg. So, dann gucken wir uns das nämlich mal gerade an. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Wir können quasi gleichzeitig drauf reagieren. So. Aha. Bedeutet also, wenn ich mir das hier angucke, das wird unser neuer Skin. Auch nicht schlecht. Ich sage ganz ehrlich, der alte Skin sah nice aus, aber genutzt habe ich ihn doch nicht. Oh, zwei Stile? Drei Stile? Boah, achtet mal auf die Musik. Okay. Warte mal. Zack, das ist klar. Also, wir bekommen wieder. Ach Gott, es gibt wieder Spotify Premium umsonst. Was heißt umsonst? Wenn ihr euch das Paket holt und vorher kein Spotify Premium hattet, dann ist klar, 1000 V-Bucks und den Battle Pass, der jetzt dann als nächstes kommt. Aber von dem Skin würde ich behaupten, gibt es jetzt drei verschiedene Varianten. Warte mal, wo waren wir hier? Das hatten wir. Das ist Rückenaccessoire. Da, wenn ich mir dann den weißen Stil, dann haben wir einmal den rosanen Stil und noch einen dunklen Stil, oder? Das ist der normale. Da war auch ein weißer. Irgendwo war da. Ah, hier ist der schwarze Stil. Also, ich finde ihn persönlich nicht schlecht. Aber ihr hört es schon am Hintergrund, da haben die Japaner anscheinend ein bisschen die Hände mit im Spiel. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Derzeit sind natürlich wieder alles Vermutungen. Aber wir sehen ja schon oben links Mecha Shuttle Masterlands in Fortnite Crew. Also, da, weil Cuddle Master ist klar, Knuddels Beauftragte, aber mechanische. Ich bin echt mal gespannt, was da in der neuen Season auf uns zukommt, denn ich sage ganz ehrlich, bis auf die Waffen bin ich eigentlich mit der jetzigen Season mehr als zufrieden. Wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, sagt mal, was ihr zu dem Skin halt, von dem Skin haltet. Und da würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder. Wie gesagt, mal gucken, was uns erwartet. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.